Was ist, wenn Twitter auf einmal feststellt, Kosten Nutzen ist nicht mehr gegeben? Wir schalten das mal auf europäischer Basis ab. Weil, ganz ehrlich, das lohnt sich nicht mehr. Wir müssten da jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter einsetzen, die sich darum kümmern, jeden einzelnen Furz auseinanderzuhalten. Das ist bei Twitter die Geschichte, das ist bei Facebook die Geschichte, das wird bei YouTube die Geschichte sein und so weiter. Jede von den Plattformen kann einfach sagen, ist es uns nicht wert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ne, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich zieh in die Schweiz, ja, ich zieh nach Amerika, ja, ich zieh... Und vor allen Dingen, das Ding ist, ich weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, hier brennt momentan so ein bisschen die Hütte. Aus aktuellem Anlass, ich weiß noch nicht, wir können vielleicht ganz kurz Artikel 13, ich weiß noch nicht, ob ich das heute thematisieren will, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil eigentlich wollten wir den Stream ja davon in Anführungszeichen sauber halten, also von politischen Themen sauber halten. Ich weiß nicht, ob ich es ansprechen soll. Und ich bin ganz ehrlich, momentan habe ich ein bisschen die Schnauze voll. Wir können ja gleich mal ganz kurz ansprechen, aber ich, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mal über was anderes reden kann gerade. Jemand schreibt gerade, ich kann das Thema auch langsam nicht mehr hören, aber das Problem ist einfach, das Thema ist immens wichtig. Das ist leider sehr, sehr, sehr immens wichtig, weil es uns alle angeht. Und da geht es nicht um YouTuber, da geht es nicht um Streamer, sondern da geht es um viel mehr als das. Deswegen ist das Thema ja so wichtig und deswegen, ich hasse es, dass ich mich dazu überhaupt äußern muss oder geäußert habe, weil eigentlich wollte ich ja nur privat sein. So, einen wunderschönen Freitagabend nach einer bewegten Woche und ich fing dieses Jahr an, ja, ich fing dieses Jahr an, 2019 fing ich an, mit der Prämisse, schon wieder das T-Shirt, ja, ich mag das T-Shirt und außerdem sind wir im Wilden Westen. Das ist mein Wild-West-T-Shirt, das habe ich heute extra eingezogen, weil... Onkel Axel dreht ein bisschen steil und hat offenbar die Realitätshaftung ein bisschen verloren, mit Fluse drauf. Oh. Entschuldigung, ich habe eine Fluse auf dem Shirt, ups. Ja, die Fluse, hier, Copyright-Strike wegen Fluse. Hast du eigentlich bewusst die CDU über einen Kamm geschert? Thema Artikel 13. Ich kann das alles erklären. Oh Gott, ich kann das alles erklären. Denn viele Leute... Moment, erstmal, wir fangen von vorne an. Ich wollte das Jahr beginnen, ja. Wir wollen das Thema auch ganz schnell abschließen, denn eigentlich ist am Wochenende der Freitagsstream soll bitte immer politfrei bleiben. Das wär mir persönlich wichtig, weil ich nutze diesen Stream genauso zum Abschalten wie ihr vielleicht. So, deswegen wäre es mir lieber, wenn wir das vielleicht ganz kurz, ich weiß, dass einige Leute darauf jetzt warten oder auf ein Statement warten und so weiter, aber ich möchte mich eigentlich komplett da raushalten, verstehst du? Ich will damit nichts zu tun haben und jetzt werde ich aber gezwungen, damit was zu tun zu haben. Und jetzt gibt es natürlich Leute, ja, kaum ist sein eigener Arsch auf der Liste, da wird er aktiv. Können wir auch gleich zu kommen, ist natürlich alles Bullshit, brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt kommt das, wo man wirklich dachte, niemand... der noch bei Verstand ist, würde das unterschreiben. Und plötzlich haben wir es in einer viel verschärfteren Form. Also ich dachte, ich war der Überzeugung, nachdem Artikel 13 zweimal abgewehrt war, ja, ich war der Überzeugung, es war vor euch schon, dass das niemals durchkommen wird. Oh, habe ich die Lobby unterschätzt. Oh, habe ich die Lobby unterschätzt. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt... so, du solltest echt aufhören. Ist eine Scheißsache weg, kommt direkt die nächste. Ja, aber so ist das Leben. Ich glaube, so ist das Leben. Das war wirklich 20 Jahre Selbstständigkeit jetzt ungefähr. Ich mache jetzt 8 Jahre YouTube, aber ich bin schon 20 Jahre selbstständig, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und das war wirklich die 20 Jahre, es kam halt immer was. Immer und immer und immer und immer wieder. Und das Problem ist, du bist halt echt immer am Struggeln, um den Status Quo aufrechtzuerhalten. Ja? Du kannst nichts Neues aufbauen, weil du immer am Struggeln bist, nur um das machen zu dürfen, was du sowieso schon machst. Das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass... Oh, das nervt mich so ein bisschen. Und auch, was mich auch nervt so ein bisschen ist, was ich auf Twitter sehr oft sehe momentan, ist Kurzsichtigkeit. Sehr, sehr viel Kurzsichtigkeit. Und das sind nicht nur die Trolle, ne, die generell alles trollen, die jetzt natürlich auch Artikel 13 trollen. Und ich verstehe bei den Trollen halt nicht zum Beispiel, was machen die denn ohne Twitter? Also, angenommen, ne, es geht jetzt darum, es geht nicht darum, wenn ich jetzt irgendwas hochlade, pass auf, ich erkläre das mal. Es geht jetzt nicht darum, wenn ich jetzt sowas hochlade, ja? Ich lade jetzt irgendein Video hoch. Das kann ich auch weiterhin machen. Das ist gar kein Problem. YouTube ist nicht einfach weg. Twitter ist nicht einfach weg. Facebook ist nicht einfach weg. Wenn Artikel 13 wirklich kommt. Das wird ja erst noch entschieden. Aber wenn die Plattform plötzlich für alles haftbar ist, was die User da hochladen oder machen, und du hast plötzlich eine Riege Abmahnanwälte,
Du hast plötzlich eine Riege Abmahnanwälte oder sonst irgendwas und du bist YouTube. Ich nehme einfach mal YouTube einfach nur, oder vielleicht soll ich Twitter nehmen, ich nehme mal Twitter. So, bei YouTube ist sonst immer, ja, YouTube. Es geht aber nicht um YouTube, es geht um viel mehr als das. Es geht um Fanforen, es geht um alle Seiten, es geht um jeden privaten Blog, der seit 3 Jahren irgendwas macht. Und jedenfalls, du lädst auf Twitter irgendein schönes Bild hoch, ja, von, das nicht unbedingt dir gehört, das irgendwer gemacht hat. Scheiße, was ist passiert, zum Beispiel, ja, oder irgendwas, irgendein Meme oder irgendwas, irgendein Bild, keine Ahnung. Und dann kommt jemand und mahnt aber nicht dich ab, sondern die Plattform Twitter, weil Twitter hat ja Geld. Da kannst du was holen, weißt du? Und dann kommt noch jemand und mahnt die ab und noch jemand. Und das nicht nur einer, sondern bei so vielen Usern kriegt Twitter 50.000 Abmahnungen. Was ist zum Beispiel, wenn Twitter jetzt für sich feststellt, okay, pass auf, Kosten-Nutzen ist nicht mehr gegeben. Was ist, wenn Twitter auf einmal feststellt, Kosten-Nutzen ist nicht mehr gegeben? Wir schalten das mal auf europäischer Basis ab. Weil, ganz ehrlich, das lohnt sich nicht mehr. Wir müssten da jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter einsetzen, die sich darum kümmern, jeden einzelnen Furz auseinanderzuhalten. Das ist bei Twitter die Geschichte, das ist bei Facebook die Geschichte, das wird bei YouTube die Geschichte sein und so weiter. Jede von den Plattformen kann einfach sagen, ist es uns nicht wert. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ne, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich zieh in die Schweiz, ja, ich zieh nach Amerika, ja, ich zieh. Und vor allen Dingen, das Ding ist, es ist ja nicht nur bei sowas, das kann ja auch nur. Jedes System in der Form wird ja auch noch missbraucht. Das sieht man aktuell auch. YouTube hat ja diesen Upload-Filter. Die haben ja die Content-ID. Und das wird missbraucht einfach. Das wird missbraucht. Und ich als Content-Creator habe die wenigsten Rechte. Seitdem ich diese Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist lizenziert. Alles. Habe ich ja auch erzählt. Alles lizenziert. Endscreen-Musik, alles lizenziert und so weiter. Seitdem ich lizenzierte Musik benutze, habe ich viel mehr Claims und viel mehr Arbeit und viel mehr Aufwand und muss immer Widerspruch einlegen. Und weißt du, was dann passiert? Der Widerspruch wird abgewunken. Nicht bei allen. Aber bei einigen wird der Widerspruch abgelehnt. Und die sagen dann, nö, claim ich trotzdem, obwohl du Lizenz hast. Du hast bezahlt, mir doch egal. Kümmere dich doch selber drum. Als Content Creator bin ich der letzte Sack auf YouTube. Das bin ich jetzt schon. Und das ist einfach. Und man kann sich halt nicht ausmalen, wie es dann später wird. So, weißt du, das ist so. Und vor allen Dingen, du kriegst ja nicht nur Claims von Rechteinhabern, du kriegst auch Claims von Third Party, von irgendwem. Ich hab mal auf Mist Survival habe ich ein Lied, da wurde ein Lied geclaimt, was überhaupt nicht drin war. Irgendein Partylied, ich habe vergessen, welches es war. Irgendein Partylied war niemals drin. Ich habe dagegen Widerspruch eingelegt und die haben gesagt, Widerspruch abgelehnt. Manuelle Prüfung, wohlgemerkt, manuelle Prüfung. Also das, du kannst es ja nicht ausmalen. Solche Systeme werden einfach missbraucht. Und wenn da noch jemand steht, wie unser Freund Axels Welt, ja, Weltfremd Axel, der steht dann da. Ja, wie das technisch umgesetzt wird, das wissen wir nicht, aber wir machen das. Ja, aber wie setzen Sie denn Inhaltserkennungsmaßnahmen um? Ja, diese praktische Frage bleibt natürlich immer, wenn man ein Modell anbietet, wo man sagt, liebe User, ladet mir alles hoch, was ihr möchtet, dann muss man eben auch damit rechnen, dass da urheberrechtlich geschützte Werke dabei sind. Das sind physikalische Schmerzen, die ich habe, wenn ich sowas höre. Das sind physikalische Schmerzen. Das kann man sich nicht ausmalen. Das ist. Du weißt noch nicht mal, wie du es umsetzt. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es geht nicht nur um Twitter, es geht nicht nur um YouTube, es geht um jeden privaten Blog, es geht um jede Seite, die dann zum Beispiel länger als 3 Jahre am Start ist und so weiter. Scheiß auf die, die sind in der Bringschuld. Die müssen das irgendwie hinkriegen. Oh, ich weiß gar nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich will mich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen. Und trotzdem bin ich da knietief in der Scheiße. Und dann sehe ich dann diesen Artikel von heute in der FAZ, wo dann die VC-Agentur nochmal, ich muss da nochmal ganz kurz gucken. Genau, Presse. PMG Pressemonitor GmbH hat ja diesen Artikel in der FAZ gehabt mit Armenica, ne? Habe ich halt vorhin retweetet. Und dann habe ich mal geguckt, wer ist denn diese Pressemonitor GmbH überhaupt? Die Gesellschafter der Pressemonitor GmbH sind neben den Verlagen Augstein, Burda, FAZ, Gruner und Jahr, Springer, dem Süddeutschen Verlag und der Verlagsgruppe Handelsblatt auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. Da ist die ganze Bande einfach unter einem Dach und knüppelt so eine Scheiße raus. Alle die, die da drin stecken und so einen Artikel freigeben, unglaubwürdig. Wie kannst du denn als Zeitschrift, als News, als Zeitung, wie kannst du dich denn so diskreditieren mit so offenkundigen Lügen? Mit so offenkundigen Lügen. Wie geht das?
ich kann nichts mehr davon konsumieren. Also ich privat. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ihr das nicht dürft oder so. Kann jeder lesen, wo er will. Ich habe bis jetzt immer die Bild-Zeitung gemieden und die Welt. Die beiden habe ich gemieden. Aber Alter. Und du kannst halt wirklich gucken, wer hat zu Artikel 13 vorher berichtet, bevor dieser Aufschrei kam. Hashtag Aufschrei. Wer hat darüber berichtet? Das war, soweit ich das gesehen habe, war es nur Heise. Also ich bin nicht überall vertreten. Was ich gesehen habe, war nur Heise. Alle anderen haben es komplett totgeschwiegen. Das Ding ist einfach, dass das Ganze halt, es wird halt totgeschwiegen. Und weißt du auch warum? Damit die 5 Millionen Idioten, die online eine Petition unterschreiben, so aussehen, als wären das die Einzigen, als wären das die Bots. Weil das Thema halt nicht öffentlich gemacht wird. Und wenn jetzt öffentlich gemacht wird darüber, dann natürlich nur so, dass wir eben wie Idioten dastehen, die mit Bots arbeiten und so weiter. So wird das gerade gemacht. Diskreditiert wird einfach. So wie es halt läuft. 6 große Verlage steuern das Geschick eines Landes. Was ich übrigens auch schlimm finde, aus persönlicher Sicht ist übrigens, wie gesagt, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, wenn Leute jetzt sagen irgendwie, ja Gronkh, jetzt wird dieser Gronkh aktiv, wo es um seinen eigenen Arsch geht, ja, was war denn mit vorher? Wie gesagt, ich bin kein politisches Instrument. Du kannst nicht sagen, dass jeder, der irgendwie Reichweite hat, dass jeder Comedian sich plötzlich auf der Bühne politisch engagiert. Ganz ehrlich, da gehe ich doch nicht mal in die Veranstaltung rein. Stell mal vor, du gehst zum Comedy-Programm und auf einmal fängt dann sowas an, wie ich hier gerade mache. Das willst du doch nicht. Ja, Caroline Kebekus. Nehmen wir mal Caroline Kebekus. Luke Mockridge. Ja, du gehst dahin, setzt dich ins Programm und auf einmal geht die große Podiumsdiskussion los. Ja, das ist so ein bisschen, ist themenfremd halt. So, ich bin nicht dafür da, mich politisch zu äußern. Ich will das auch nicht. Verstehst du? Ich bin nicht das Sprachrohr dafür. Und ich hasse es, dass ich mich da einklinken muss. Will. Und ganz ehrlich, ich wollte auch keinen großen Aufriss machen mit dem Hashtag. Ja, das war nicht meine Intention. Ich war einfach aufgebracht und es war ein privater Tweet als Antwort an die CDU. Das war ein privater Tweet. Aber nun ja. Und mein Hashtag nie wieder CDU, weil die Merkel das quasi verdealt hat, immer mehr oder weniger im Alleingang. Und Axel Voss eben noch, der das Ganze angestupst hat oder immer wieder anstupst und antritt und so weiter, seit Monaten schon, Jahren. Interessant fand ich auch einen Artikel, übrigens auch auf Heise war das, glaube ich, dass der Axel Voss quasi die Forderung vom Bertelsmann Verlag 1:1 quasi wiedergegeben hat. Das fand ich noch ganz, ganz interessant. Da kann man sich jetzt eigene Gedanken zu machen. So, und ganz kurz, wie ich gerade noch sagen wollte, die Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, Gronkh, wenn es um deinen eigenen Arsch geht und so weiter. So, Kapitis Damno schreibt gerade, schön wie Gronkh Lügen verbreitet. Die Tagesschau hat x Videos auf ihrem Kanal und Spiegel Online und die Zeit haben auch ausführlich berichtet. Es geht doch nicht um jetzt, nach dem Aufschrei, es geht um davor. Davor war es still. Es war still in der Presselandschaft. Es geht nicht um jetzt. Viel fehlt nicht mehr und ist auf AfD-Lügenpresseniveau. Sicher. Na gut, wenn das so ist, dann... Sorry. Außerdem habe ich ja gefragt, wo stand das? Wie gesagt, auf meinen, da wo ich gucke, und ich gucke meistens bei allem, was bei Google News ist. Ich glaube nicht, dass Google News Interesse daran hat, Artikel 13 auszublenden, sondern die hätten es wahrscheinlich eher prominent positioniert. Ja, weil wir sind alle Google bezahlt, habe ich gehört. Und ich habe da nichts von gesehen, gar nichts von. So, ist leider wahr, bis auf wenige Portale und einige YouTube-Videos kamen von den großen Nachrichtenportalen gar nichts. Und wie gesagt, ich rede nicht von jetzt aktuell gerade. Wo man quasi diskreditiert wird dann auch noch im Artikel. 2 Probleme, die ich gerade sehe. Also das erste, was ich immer noch sagen wollte, war das mit dem, ja, jetzt wo Gronkhs Arsch auf der Liste steht, pipapo, mein Arsch ist gar nicht auf der Liste. Ganz ehrlich, wir mussten früher schon, als wir mit Let's Plays angefangen haben, ja, da hatten wir alle gar nicht die Rechte, die Spiele aufzunehmen. Wir mussten uns die Erlaubnis immer holen von Publishern und so weiter. Das mussten wir früher schon machen. Ich sehe gerade, die Nachdenkseiten haben darüber im Vorfeld schon mehr als kritisch berichtet. Okay, die Nachdenkseiten kenne ich nicht. Wie gesagt, ich kann natürlich nur von meinem eigenen Fokus sprechen. Ich kenne nicht alle Nachrichten oder nicht alle Portale. Das ist ja klar. So, was ich gerade noch sagen wollte, wir mussten uns als Let's Player früher schon immer die Rechte reinholen für die Sachen, die wir spielen. Und
wenn ich das hinterher wieder mache, ich glaube, inzwischen bin ich dann in einer sehr viel bequemeren Position als damals, wo man halt angefangen hat. Ich glaube, ja, die Leute, und das ist ja als Problem, dass Leute, ja, wir sitzen alle im selben Boot, ob das jetzt Trolle auf Twitter sind, ob das jetzt sonst irgendwer ist, ob man jetzt einen Gronkh mag oder nicht, oder einen YouTuber, ob man einen YouTuber hasst, weil das ist alles sowieso asoziales Gesockse und die sollen jemanden richtige Arbeit suchen und bla. Das ist inzwischen, das ist völlig bedeutungslos bei diesem Thema. Und statt sich gegenseitig zu zerreißen und jetzt irgendwie zu sagen, ja, aber der hat ja, aber die haben ja, gibt es gerade vielleicht Wichtigeres. Vielleicht gibt es gerade etwas, was uns alle angeht, die wir im Internet sind. Ob das jetzt auf YouTube ist oder auf Twitter und so weiter und so fort. Oder auf privaten Blogseiten, die vielleicht schon länger als seit 3 Jahren existieren und so weiter. Ich habe momentan so unglaublich viele Anfragen in der Inbox. So Interviewanfragen. Und das will ich alles nicht. Das will ich alles nicht. Und ich will mich auch auf keine Seite stellen. Ne, also ich will mich jetzt nicht, weil jetzt sagt die eine Seite, ja, Google, ihr seid doch alles Google-Lobbyisten, so, weißt du? Oh, ernsthaft. So, und ganz kurz, weil Leute gesagt haben, ja, du bist doch Influencer, warum organisierst du nicht lalalala? Es ist immer ganz erstaunlich, wie Leute denken, weil man irgendwas isst oder irgendwas macht, kann man plötzlich alles. So, weißt du? Ich ziehe mir gleich meinen Cape ab und fliege in den Bundestag. Nein, das Ding ist, ich würde gerne Demos unterstützen, indem ich zum Beispiel darauf aufmerksam mache und gerne auch hingehen selber. Das würde ich gerne machen. Soweit ich weiß, am 23.03. finden deutschlandweit Demos statt. Da würde ich gerne irgendwo hindüsen, ja, wo gerade eine Demo ist. Da würde ich hindüsen und würde dann mitlatschen. Es ist aber kein Fantreffen. Oder Fantreffen, wie geht das Wort? Es ist aber kein, ne, du weißt schon. Europaweit. So, ich habe mal irgendwo gelesen, dass diese ganze Panikmache um Artikel 13 nur künstlich erzeugt wäre. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass wir alle nur Bots sind.